Oh nein! Der Buffalo geht direkt ein, weil er in der Pampa gespawnt ist. Nein, doch nicht. Ja. Legst du die bitte wieder weg, Tiku? Hallo Leute, hier sind wieder Mephisto 2051. Und Varuna MC. Und Mavia, hi. Auch wenn er hier nicht dabei ist. Deswegen sehen wir ihn nicht. Der sucht Kühe. Genau. Ich finde aber keinen. Und wir stehen bei unserem Pferdchen, mit dem wir jetzt zumindest Sachen malen lassen können, wie zum Beispiel Beeren in Farbe. Das haben wir ja beim letzten Mal gebaut. Jupp. Und jetzt machen wir uns noch einen Horst-Shopping-Block. Genau. Achtung, irgendwo kommt eine Spinne. Ja, das haben wir schon vorbereitet. Hier ist der Hopper. Und ich dachte, ich hätte hier was zu essen, aber es sieht wohl... Ah, doch, hier haben wir noch Beeren. Beeren. Und ich habe hier auch schon den Horst-Shopping-Block vorbereitet. Den muss ich nur noch draufhauen. Sehr schön. Chop, chop, chop. Der klaut, der klaut mir immer meine Sachen. Katsching. Genau. So, jetzt brauchen wir noch ein Pferd. Hier hinten gab es, glaube ich, noch eins. Und Holz. Dann nehme ich mal das Dark Oak Wood. Ich glaube, hier gab es noch ein Pferd. Hä, kann das Pferd hat sich versteckt. Es ist weg. Muss ich immer alles... Hä, kann ich bloß eins drauflegen? Drück mir die Daumen. Ich glaube, ich habe Kühe gesehen. Hier ist doch ein Pferd. Das war gerade noch nicht da. Es sind doch, Kühe. Ich habe Kühe. Sehe. Kommt zu mir. Ich habe Weizen. Spider-Man kommt. Der braune Spinne. Oh, endlich Strings. Mann, wir haben einen Stress gehabt mit Strings. Ach, apropos Strings, ich war scharfe Scheren, dann kriegt man White Fleece raus. Und wenn man das mit der Workbelt bearbeitet, haben wir eben rausgefunden, oder, gibt es Strings. Oder der Bone Shears oder mit anderen Shears. Und dann kriegt er aus einem Fleece, kriegt er 4 Strings. Ich habe hier jetzt, glaube ich, schon fast einen Stack Strings. Ja, und eben haben wir die ganze Zeit Mangel gehabt. Ja, weil wir zu doof waren. So, jetzt, wenn ich da eins drauflege, dann macht das Pferd hier was. Finde ich aber ein bisschen doof, dass ich immer da eins drauflegen muss. Also ich brauche noch einen Hopper, der es drauflegt. Ja, aber dann wird man hier ziemlich hoch. Geil. Und oben brauchen wir auch noch eine Kiste. Kiste, Hopper und fertig. Weil in den Hopper können wir nichts reinlegen. Mark 2 hat, glaube ich, ein Inventar, aber bin mir jetzt gerade nicht sicher. So gut sind wir noch nicht. Ich habe die Oakwood Planks weggemacht und ich glaube nicht, dass ich die alle verarbeitet habe, aber ich finde sie nicht mehr. Hat sie jemand gesehen? Ich habe hier nur noch 4. Ach, hier. Ja, ich bin mal wieder blind, ohne Ende, wie immer. Nichts Neues. Kommt hier Kühe, Puh. Warum? Jetzt komme ich an das Holz. So, 7, das heißt, 1, 2, 3, hm? Ja, 7 heißt. Ich muss gerade überlegen, wie viel Platz ich machen muss. Damit das Pferd sich noch dreht. Pferd sich dreht. Ich glaube, hier ist. Pferde kotzen oder so. Ich glaube, das hier reicht nicht mehr. So. Dann hauen wir hier einfach mal was drauf und dann gucken wir mal. Das ist toll. Ich bin so froh, dass wir endlich normale Kisten haben. Ah, Leutchens, man kann, man braucht nur zu, um die Pferde zu platzieren. Ah ne, jetzt läuft's nicht weiter. Nee, als du eben die Fackeln hattest, hieß es auch auf einmal falsch. Doofes Pferd. Ich muss doch hier noch was drumrum bauen, das sieht doch doof aus, wenn das nur so rumsteht. Anscheinend nicht. Doch. Ja, irgendwann sind wir doch im Tech weiter, dann brauchen wir das dumme Pferd nicht mehr. Muss trotzdem da was hin. Dann können wir Schlachten und Salami draus machen. Nein. Das muss da bleiben, das ist doch Erfahrung. Deine treuen Dienste
Und vor allem soll doch die Stadt bestehen bleiben. Wenn der immer wieder in der Mitte was abreißt, ist hässlich. Verleihen wir den Fleischwolf in... keine Ahnung. Ach, du möchtest dieses Gammelhäuschen hier permanent stehen lassen und dann neue Häuser anbauen? Genau, so war ja der Plan, dass wir mit fortschreitender Tech nach außen gehen. Dein Tannenbaum ist gewachsen, Melvia. Okay. Wurde Zeder ganz oben drauf. Ach so, ja, stimmt, sonst. Warte, ja. Ich baue dir was hin. Danke. Und da drauf muss dann noch die Kiste. Ja, doch echt, einer hast du noch eine Kiste bekommen? Ne, du hast zwei Stück gemacht. Nein! Ist in den Hopper gebaut. So. Etwas sehr weit weg, das Ganze, aber was sonst? Soll das jetzt? Na, ich muss doch was drumherum bauen. Okay. Du kümmerst dich um die Tech und ich ums Bauen. Wirklich aus. Reicht das? 1, 2, 3? Ja, reicht. Gut, dann versuchen wir es mal mit Eingabe von Holz, das ich natürlich nicht mitgenommen habe, weil wir brauchen hier schon Holz. In die Kiste. Sie wird abgesaugt. Sie geht runter. Das Pferd läuft im Kreis. Aber jetzt ist es eins zu weit. Nur nach oben. Bam, wie eine Guillotine nach unten. Ich glaube, ich lasse das so. Und... ja, kann man... Funktioniert. Wir sind so richtig KUL. Cool. KLUK. Wie? Oder so, ja. Gut, also wir choppen jetzt automatisch Blöcke. Yay. Und wir machen automatisch Farbe. Sehr schön. Was gibt's denn hier noch Wichtiges? Doch, Flame Grilled Goddess. Was ist denn das hier? Ist das ein Mühlstein? Kann der auch Getreide mahlen? Wahrscheinlich schon. Jetzt weiß ich auch, wo meine Beeren hingekommen sind. Die habe ich vorhin hier platziert. Dann müsste ich mal das Pferd entführen. Komm mal mit. Warum? Weil dann gehört es in die Mühle. Eine Mühle. Oh, Creeper. Teamwork. Haben wir in der Mühle irgendwas, um das Pferd... Nee, du musst den Mühlstein mitnehmen. Und dann? Ja, das kommt in die Mühle, weil da wird ja Essen gemahlen. Immer noch keinen Zusammenhang. Also, dass das dann... Die Mühle kommt schön und gut, aber was bringt uns das? Warum dreht sich dann die Mühle, wenn das Pferd in der Mühle läuft? Nein, aber... Die Mühle nicht. Aber wir produzieren hier drin unser Essen. Wenn du drauf bestehst, hier, nein, da. Jupp. Hopper haben wir hier keinen und es ist zu eng hier drin. Nein. Ah doch, die Lampen. Die Fackeln in den Ecken. Aber das Pferdchen will auch noch nicht rein. Komm rein. Komm, put, put, put. Die Leine ist gerissen. Komm mit. Schieb mal von hinten. Ah, das Pferd ist zu fett. Ich weiß nicht, wie Steine hin sind. Ich habe nur einen eingesammelt. Ja, bei mir laggt's. So, da bin ich wieder. Bin zum Glück nur aus dem Server geflogen und nicht, das Programm hat sich nicht verabschiedet. Hast du die Kiste vielleicht auch zufällig mitgenommen? Nein, weder Kiste noch Hopper. Was denkt er sich überhaupt? Du hast gesagt, du willst das Pferd mal kurz entführen, das heißt, um etwas einmal zu testen und nicht permanent. Jo. Und weg ist Xela 208. Mal tschüss sagen die Leute, zu? Jo, schade. Wir können ja da hinten nochmal einen Mühlstein hinmachen, wenn wir Baumrinde oder sonst... Ah, da ist er wieder. Der hat wohl auch einen Disconnect gehabt.
So, jetzt hier haben wir Floor. Können also bald. Geht es nicht? Nein. Doch, warte. Da ist ein ganz. Was haben wir hier? Floor? Flur? Ein Boden. Ach so, Oakwood. Birchwood. Warte, ich hab dabei. Ich kann es auch nicht ordentlich aussprechen. Ich glaube Flower oder so. Ja, Flower. Flower ist bei mir das hier. Sagt, so wie das Boden. Floor. Floor und Flower. So. Öfen haben wir denn. Wo mache ich denn? Mache ich das? Nee, ich gucke einfach, wie ich ein bisschen Brot mache. Vielleicht brauche ich hier dann auch noch Wasser oder so Quatsch dazu. Nein, einfach wirklich nur backen. Sehr schön. Okay, aber Ofen haben wir hier im Moment keinen. Weil sonst fackelt uns die Mühle ab. Ach, macht nichts. Fisto oder ja? Bona, könnt ihr mal hinten bei den Musikgeräten vielleicht mal eine kleine Grube ausheben? Jo, mach ich. Geräten, okay. Dauert noch eine Minute, da bin ich da, aber. Und der eine Baum ist gewachsen, gell? Ja, ja. Wie nah muss die Grube sein? Relativ nah, innerhalb von ein paar Blöcken. Ich lasse zwei Platz. Ja. Hm? Und 3x3. Hier scheint kein Shoppingblock zu sein. Die stehen bleiben auf der Brücke, Kuh. Bom, bom, ah, Trommel! Oh. Man erkennt es da kaum, aber man hört es. Doof was. Hätte jetzt noch einen Deckel drüber gemacht. Wo ein Deckel? Ja, wenn du unten bist. Hahaha. Ha, ha. Was denn für einen roten Baum hier? Den hat, er hat jetzt wahrscheinlich so eine. Au, nein, oh, ah, Hilfe, ich komm, nein. Ich komm nicht raus hier. Ich stecke im Baum. Hallo. Nee, toll. Hallo, komm ich mal hier irgendwie? Der scheint irgendwie nachgewachsen zu sein. Ne, der andere, oder? Hat aber noch einen Baum? Ja, es sind beide gewachsen. Habe ich gezaubert, die Bäume. So. Magisches Holz. Oh, 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 oh. Was hat mich jetzt gehauen? Tür dabei. Hey, stehen bleiben, Kuh. Oh, gut, gut. Hier ist das Getreide. Nein. Ey. Soll ich dich gleich mal hauen? Sorry, ich habe nicht daran gedacht, dass die jetzt so richtig panisch wegrennen. Ich dachte, wie früher, der hopst einfach ins Feld und dann fällt die Kuh in die Grube. Das war eigentlich meine Intention. Wie du siehst, habe ich sie auch mit dem Atlas gehauen und nicht mit der Axt. Keine Ahnung, womit du sie gehauen hast. Ich habe nur gehört, dass du sie gehauen hast. Das ist kontraproduktiv. Vor allem, weil ich seit 20 Minuten die versuche, hierher zu locken und seit weiteren 20 Minuten sie überhaupt. So lange haben wir noch gar nicht zwischen den Folgen gehabt. Aber egal. So, wenn du die Kühe reinschubst, dann mache ich hier zu. Den Dinger weg. Du hast sogar 3. Nicht. Achtung, da kommt noch eine. Will nicht, dumme Kuh. Hast du kurz gedämmelt? Komm, komm. Aha. Echt, du Kuh im Graben versenkt. So, ist frei. Schau mal nach dem Brot, das ich hoffentlich gebacken habe. Och, nein, also das passiert nichts. Das Mehl ist immer noch im Ofen. Groundweed. Ich habe aber nur Flour. Beziehungsweise, ja. Warte mal, nehmen wir die Kuh mal schon mit. Züchten wir da gleich mal ein bisschen und dann machen wir daraus. Ja, lecken mich. Ich hätte noch Salz und Wasser dazugeben müssen. Ja, man muss doch irgendwie einen Teig herstellen. Einen ganzen Salzblock? Beutsalz. Salz einfach. So viele Salzarten hier auf dem Server. Das hat sich gesalzen, hahaha. Wo habe ich denn die Blasen hingemacht? Irgendwohin hatte ich sie verstopft. Jetzt finde ich sie nicht mehr. Da sind sie. Das Salz hat sich da oben auch verstopft. Wir haben eine Ersatzkuh. Eine Ersatzkuh. Haben wir noch da oben?
mache ich jetzt mal kleine Babykühe. Das klingt irgendwie verkehrt. Da haben wir eine. So, eine Kuh kommt jetzt bitte wieder raus. Ein Baby. Nein, 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 kommt, die große kommt, die große kommt. Halt, halt, halt. Soll denn verkehrt sein? Wird die Kuh dann aggro oder so? Ich brauche jetzt eine von euch Kühen muss raus. Eine ist so. Raus. Ich hol so. Die, ich schieb die andere wieder rein. Ja wieder rein. Nein, 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 dann schub die rein. Was habt ihr denn mit den Kühen? Ne, die hauen alle ab. Oh. Ich habe hier noch das Getreide im Ding, das ist kein Problem. Dann mach die mal wieder rein. Oder gib mir Getreide, dann hole ich die anderen rein und du machst mit der einen Kuh, was du willst. Keine, den Teig kann man jetzt endlich backen. Aber keine bösen Sachen, bitte. Oh. Och. So, den Teig kann man jetzt endlich backen. Zumindest mal auf dem Grill. Hallo. Aber auch innen drin auf dem Ofen. So, die Kuh brauche ich. Komm mit. Komm mit. Habt ihr denn mit den Kühen? Die sind doch alle gleich. Ja, aber ich hätte gern zwei normale Kühe als gesichert und die zwei, die verzauber ich gleich zu Bisons. Was macht man denn, damit aus einer Kuh ein Bison wird? Man macht sie wild. Ganz mich wild. Wenn die Kuh ausgewachsen ist, kann ich es euch gerne zeigen. So, das mit dem Brotbacken hat funktioniert, zumindest schon mal auf dem Grill und im Ofen geht es nicht. Es geht nur auf dem Grill. Nur auf dem Grill? Das ist ein nutzloser Ofen. Aber der Grill hat auch eine konstante Feuerquelle, aber dann würde ich sagen, ich pflanze hier mal noch einen Grill hin. Dann können wir da nämlich auch was draus machen. Bei Kühe. Kühe jetzt zum Schwein und Pferd gestoppt. Ja, mit Reisbrot zum Beispiel. Da ist auch eine gute Idee. So, jetzt möchte ich sehen, wie du Musik spielst, wie viel wild wird. Wo die eine Kuh noch klein ist. Ich würde sie ja salzen, aber es geht nicht. Die Kuh. Ich muss gucken, was für ein Ritual wir brauchen. Ah! Diese blöden Hecken hier, hallo! So, ich weiß nur nicht, ob die ausgewachsen sein muss oder. Wie kriege ich nochmal so einen Charcoal-Block? Indem du Holz in den Ofen schiebst. Da oben haben wir doch noch eine Starklet Oak. Dann ist er bereits in Verwendung. Okay. Lol, jetzt habe ich da einen Stein reingelegt. In den Ofen. Wird es dann Hotstone und man kann damit massieren? Kann sich danach dran verbrennen. Wie wär's damit? Was machst du eigentlich mit dem normalen Holz? Also mit den Planks im Ofen? Keine Ahnung. Ich wollte mal ausprobieren, ob etwas herauskommt. Du musst einen Lock reinlegen. Ich weiß, aber ich wollte ausprobieren, ob etwas herauskommt. Das kommt, sieht aber nicht so aus. Dann brauche ich noch zwei Sticks. Das heißt, wir stellen fest, Planks sind perfekt. Dann brauche ich total schwachsinnige Feststellung, aber man könnte es gerade so meinen. Dieses Teil da brauche ich noch. Wie heißt denn das? Dieses Ofengitter? Teil. Mavia, wie heißt das Ofengitter? Roast? Roast? Guck mal ganz einfach im Dings nach Fire Pit. Ne, Moment. Grill. Einfach nur Grill. Wie mache ich denn aus einem Brot ein tasty Sandwich? Obwohl, da kommt wahrscheinlich in Fleisch dazu legst. Drei Cleanstone. Ups. Ah. Irgendein gekochtes Fleisch. Cool. Ja. Und ein paar Teile hier. Oh, der Hund geht wieder ab. Der ist, glaube ich, am Ende der letzten Folge gerade noch so zu hören, kurz bevor wir beendet haben. Ja. Ich schneid mal raus. So, ich habe eigentlich alles. Was ich nicht habe, ist Baumaterial für die Feuerstelle, damit das Feuer nicht ausgeht. Schön ist, dass hier das Essen anscheinend nicht verbrennt oder so. Warum ist hier eigentlich immer Nacht? Nacht oder Regen, das ist grausam.
So ist das im modernen Leben. Das war damals schon so, in der dunklen Steinzeit, wo wir gerade sind. Ach du Creeper, Mavia. Hat nichts mitbekommen. Doch, doch, aber ich hab's akzeptiert. Macht er nicht mehr genug Schaden, um einen direkt zu töten? Nee, Daran vor hat allem sich nicht, wenn er so nichts direkt geändert. neben dran explodiert. So, ein Brot und ein gekochtes Bärenfleisch gibt zwei Tasty Sandwiches. Sehr schön. So, ich baue hier mal gerade so einen Unterstand für die Feuerstelle, damit die beim Regen nicht ausgeht. Würde sie das tun? Jupp. Cool. Die guten alten Minecraft-Fackeln, die brennen für immer und immer und immer. Nichts mit nachfüllen. Yay, ich bin sehr fruchtgesättigt. Der Rest ist akzeptabel. Ich glaube, ich sollte mehr von diesen Broten essen. Passiert irgendwas Schlechtes, wenn man da so weit runterfällt, was die Sättigung angeht? Meines Wissens nach nicht, aber. Habe auch noch nichts mitgekriegt. Da So, ich schon ich mittlerweile drei hoffe Stück mal, auf 100 habe. ich bin genug weg. Ach, lach dich mich schlapp, wenn Nein, die Mühle anfängt zu das brennen. war doof. Ach, der Regen hat aufgehört. Yay! Kannst du noch mal so Feuerstöckchen machen? Mevia? Keine Stöcke. Mephisto? Ja, nachdem ich inzwischen weiß, dass Feuerstöcke Feuerstöcke und nicht nur Stöcke sind, ist das kein Problem. Und dann, wenn wir hier die Feuerstelle fertig haben, sind wir auch schon wieder am Ende. Nein, ich habe auch keine Bisons gemacht. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. So, weil dann müssen wir nur von hier eben das Futter rausnehmen und da drauf schmeißen. Und müssen auch nicht so weit laufen. Aber richtig schön Licht jetzt. Ja, das auch, stimmt. Und Du hast gerade das Mehl auf den Grill geschmissen. Du solltest nach dem, was ich eben gesagt habe, mitbekommen, dass das nicht geht. nein, habe ich nicht. Ja, du musst noch Bread. Wasser und Salz dazugeben, das zu einem Teig verkneten und kannst dann den Teig zu einem Brot backen. Dann brauchen wir hier auch noch ein Dings da. Ja, Dingsdas brauchen wir jede Menge. Dann brauchen wir ja auch noch Dingsdas kann man nie genug ein haben. Crafting-Teil, brauchen wir auch noch hier drin. Werkstamm. Ist doch Genau. hier drin. Wo? Stimmt, ich Ja, habe schon einen. hier. Stimmt, ich habe schon einen gebaut. Ich war doch. Ich habe schon wieder vergessen. Was brauchen wir alles? Ich Wie schmeiß. machst du denn echt einen Brotteig? Ich mache keinen Brotteig. Ich gehe zum Bäcker. Okay, du bist verloren. In der Zombie-Apokalypse bist du tot. Ich gratuliere dir. Ich habe dir Mehl raufgemacht. Du brauchst jetzt noch Wasser im Wasserschlauch. Die Aber sind das kann ich oben einfach raus so machen. und Salz. Ich mach was anderes. Egal, jetzt brate ich noch Radieschen. Die Möhre, egal. Hauptsache nicht den. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Mal testen, ob man eine Möhre braten kann. Ja, kann man. Ob die dann nahrhafter ist oder weniger nahrhaft. Die ist natürlich nahrhafter. Es ist alles nahrhafter, was du bearbeitest. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna Bad do Boys. when I come for you? Das Reisbrot geht gar nicht. Was muss ich denn? Rice Duck. Ah, hier. Salz und Dings da. Oh, ich dachte, ich könnte bescheißen. Eine gebackene Karotte ist tatsächlich 0,5% nahrhafter. wo kriege ich jetzt Wasser her? Brauche ich noch so eine Tonne oder was? Wir haben noch eine Tonne, 2 Tonnen hier stehen. Ja, ich komme gerade 3 Tonnen. Und ich hier hole. unten ist der eine Fluss, den ich die ganze Zeit abgrabe, der See. Ja. Ich hole Donne. Mit den hier, warum machst du den? Och, der, du verschandelst alles. Vom Fluss unten wäre unendlich. Nee. Doch. Oh. Flüsse und Ozeane sind unendlich.
Darfst halt nur nicht Biome, das Wasser direkt Flüsse. Am Dings, an der Küste Fluss abgraben, Biome sondern musst zwei, drei weiter rein. Na, wo bist du denn hier am Fluss? Da die F3-Taste noch nicht genug Informationen rausgibt, weiß ich nicht, ob hier ein River-Biom ist oder nicht. Ich hab da schon unendlich Wasser rausgeholt, also glaub mir. Okay. So, und wie kriege ich jetzt das Wasser zum Dings da? Du passt auch nicht auf. Fluid Blader. Du musst das Wasser natürlich mit dem Eimer oder mit so einem Wasserschlauch raussaugen. Wie früher so ein Tank von Ender IO, wo du mit dem Eimer Lava reingeschippt hast. Du hast ja nicht den Tank ins Wasser getaucht. Dann sag mir mal, wie ich den mache. Oh. Ich verstehe manchmal die Probleme, die du mit mir hast. Ah, jetzt tust du so, als wärst du der Chief oder was? Wenn diese logischen Sachen, die vollkommen klar sein sollten, wenn die nicht zustande kommen. Gib mir doch einfach mal so einen doofen Wasserschlauch. Es ist, glaube ich, noch einer im Haus. So, danke. Ich möchte ja auch irgendwie was machen. So, Salz habe ich aber keins. Das muss nützlich sein. Was denn sowas? Ich muss die Kisten eins nach oben setzen. Hier kein Zwang. Aber dann komme ich nicht mehr dran, glaube ich. Dort sind sie nicht im Weg. Warum? Was hast du mit den Kisten vor? Die Pferde springen immer da drauf. Oder das Pferd. Das mag ich nicht. Aber dann haben wir hier das Problem, dass wir da nicht mehr reingucken können. So, das Pferdchen hopst nicht mehr drauf. Au! Witzbold. Jetzt hol die mal wieder da oben runter. Sag nicht, das geht nicht. Ja, mach. Nein, es geht nicht. Du musst auf gleicher Höhe sein. Ungefähr. Nee, okay, oder? Doch. Das wusste ich nicht. ja. Runa macht die Duckface-Position, um die Kiste wegzubekommen. Also den Entenarsch mit dazu. So, jetzt beeil dich, wir müssen mit der Folge jetzt langsam wirklich fertig werden. Ja, wer hat hier gerade verkackt? Du! Du hast es mir zu spät mitgeteilt. So. Oh, meine Axt ist bereits über den Jordan gegangen. Haben wir denn jetzt Bisons? Ja, wollt ihr das nicht auf Kamera? Ach so, doch, natürlich. Wir kommen. So, dann einmal noch zum Abschluss Bisons. Hum da 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 hum da 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 hum da 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 hum 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 da 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 hum da 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 hum hum hum. So, wo ist so eine kleine Kuh? Dup du du dup du du dup du dup du 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 du. Witzigerweise in meinem Texture Pack sehen die zwei eh schon fast aus wie so ein Bison. Dup du du 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 du. Der Buffalo Dance. Du, ja, hui, ja, hui, ja, ja, hui, ja, ja, hui, ja, ja, hui, ja, ja. Um das schaffen. Hui, ja, ja, hui, ja, ja, hui, ja, ja, hui, ja, ja, hui, ja, ja. Hei, ja, hui. Musst du jetzt dröhnen und ich klopfen, oder ist das egal? Lange war Musik. Ja, 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 hi, ho. Oh, nein. Der Buffalo geht direkt ein, weil er in der Pampa gespawnt ist. Nein, doch nicht. Ja. Legst du die bitte wieder weg, Tiku? Geil aus. Hä, wie hast du... Geht das eigentlich mit allen Tieren? Wenn das ginge, wäre es ja ein bisschen doof gewesen, die hierher zu kommandieren. Ja, deswegen frage ich doch. Was habt ihr gedrückt? Nein, Shift. Nein. Nein. Ah. Oh. Und weg ist er. Wir fangen sie bis zum nächsten Mal einfach wieder ein. Ja, unglaublich. Unfassbar. Der andere steht hier. Ich probiere ihn mal zu ködern. Also, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Ja. Ach so, stimmt ja. Ah. Und ja, womit was für ein Rechtsklick? Wie eine Truhe.
Shift rechtsklick. Shift rechtsklick. Leere Hand. Geht nicht. Doch, guck. Ja, ich glaub's euch, aber. Ah, jetzt. Ist ja gut. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben, ein Abo da oder kommentieren es. Und wenn ich jetzt links klick. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir moderieren ab. Bis denn. Ciao, ja, Leute. Ja, bye, vielen bye, Dank. Bye. Bis zum nächsten Mal.